Nordic hat neuen Support bekommen und auch in der nächsten Erweiterung gibt es weiteren Support. Doch kann Nordic was reißen? Das schauen wir uns jetzt an. Einmal gucken wir uns jetzt hier die Deckliste an. Wie ihr seht schon, hier kombinieren wir die Dark Warrior Engine bzw. die Malicious mit der Armageddon Engine, denn sie passt sehr gut hier zu das Thema und das können wir gleich auch nochmal im Replay sehen. Also natürlich, wenn man die Engine spielt, natürlich dreimal Armageddon Knight. Der BLS ist hier super mit Isolde, man könnte auch drei spielen. Ich habe mich jetzt für zwei entschieden, denn man will nicht unbedingt auf der Starthand haben, denn wenn man die Combo, die Standard-Combo durchführt, kann man BLS in den Zug sowieso nicht rufen. Dann zusätzlich halt drei Malicious, ist natürlich Pflicht. Dann die neue Karte und die neue Karte, ja, die kommt halt im nächsten Set raus, also am 19. Und ja, die Karte ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Sie kann halt im gegnerischen Zug, falls deine Nordic-Synchro-Monster gehen, gleich noch ein neues hinterherlegen. Das ist sehr stark und sehr gut. Also finde ich eine sehr gute Karte und muss sie ja auch unbedingt gespielt werden, allein weil sie dark ist. Weil man hier sieht, ich bin noch Allure of Darkness, sie ist dark und sie ist Level 4, was auch sehr, sehr gut ist, also eine Top-Karte. Dann zweimal den Level 1er. Der Level 1er, den brauchst du halt einfach für die Isolde. Und außerdem ist der Level 1er sehr gut, denn er sagt außerdem, wenn diese offene Karte auf den Friedhof gelegt wird, kannst du eine Nordic-Karte, also diese bestimmten Nordic-Karten im Friedhof wählen und auf der Hand hinzufügen. Wir haben hier eine Equipment-Karte und die können wir uns dann natürlich durch Isolde reinlegen, um ihn zu rufen. Und dann können wir ihn weglegen und können natürlich die Karte zurück auf die Hand nehmen, was einfach zusätzlich Plus macht, um die Combo noch besser zu machen. Dann hier einfach zwei Level 2, auch Dark, wieder super. Dann hier zwei Level 2 Light. Light ist hier wichtig halt für den BLS. Das ist in der Combo auch nochmal. Dann nochmal die zwei Tuner hier im Dark. Das ist der wichtigste Tuner in diesem Deck. Man könnte auch drei spielen, aber wie gesagt, man will eigentlich gar nicht jetzt irgendwie mit ihr starten als solches. Man will mit den linken Monster beginnen und hier halt nur zwei, um halt den Break zu haben und um Platz zu haben für Handtraps und andere Sachen. Dreimal Allure, wie gesagt, Konstanz würde ich sagen. Call by the Grave, falls du interrupted wirst. Dann natürlich, wie gesagt, die eine Ausrüstungskarte. Ja, Verstärkung für der Meer halt für den Armageddon. Dann halt die Solemn-Aktionen hier, und zwar Judgment, Strike und Warning. Ja, man kann auch ein drittes Strike spielen. Ich habe mich jetzt entschieden dafür, dann noch einen Twin Twister zu spielen. Man kann natürlich auch noch einen Strike spielen. Dann Handtrap hier, richtig schön reingeballert. 8 Stück. Wie gesagt, variabel wieder, falls ihr andere nicht habt. Falls ihr sagt, im Permanent ist mir immer noch zu teuer, spielt einfach eine andere Handtrap. Ist kein Problem, aber Handtraps sind einfach extrem wichtig. Wie gesagt, man kann hier jetzt auch noch theoretisch statt den anderen Twin Twister noch einen dritten Ogre spielen. Ich habe mich jetzt hier für zwei Twin Twister nochmal entschieden. Einfach nur dafür, falls der Gegner startet und den Backrow hat. Oder auch für Going First ist das gar nicht mal so schlecht. Und hier als Alternativen noch, also hier nochmal das Link. Wie gesagt, ich spiele zweimal das Link. Man kann es hier dreimal spielen, ist halt die Frage. Dann bei den Göttern. Ich habe jetzt hier 1-2-1 gespielt. Man kann halt auch 2-2-1 spielen. Man muss überlegen natürlich, was man dann kickt sozusagen. Aber muss man sich überlegen. Oder man sagt sich, man spielt nicht Odin zweimal, sondern spielt einfach Thor zweimal. Muss man halt selber wissen. Dann hier der das Finsternis-Link-Monster. Natürlich kann man das spielen statt die Isolde. Falls jemand Reaper spielt und dir die Isolde wegnehmen könnte, hättest du noch einen Place. Aber finde ich nicht so gut. Ja, lieber zwei Isolde, falls die Isolde dann mal aufgehalten wird. Phoenix kann man natürlich auch spielen anstatt der Nordic-Karte, aber ich finde die neue Karte halt sehr gut, weil du sie einfach zurückenden kannst. BLS halt der dritte, Striker der dritte und den Tuner, wie gesagt, auch der dritte. Beim Extra-Deck, wie gesagt, ich spiele 1-2-1, dann halt zweimal das Link-Monster. Ja, wie gesagt, öfter brauchst du es auf jeden Fall nicht. Also, wenn du es dann immer noch nicht geschafft hast, dann bist du eh out of the resource, beziehungsweise ja, hast eh verloren. Zwei Isolde, wie gesagt, eine kann schon mal aufgehalten werden. Du kannst auch locker noch in die zweite gehen manchmal. Aber man könnte sie kicken und stattdessen Link Kuribo noch spielen. Aber naja, wie spielt man jetzt einfach? Habe ich jetzt zwei Isolde gespielt. Dann Border Dragon, jetzt im Testen nie gerufen. Können wir auch kicken. Wie gesagt, Link Kuribo ist noch eine gute Option. Bomber Dragon, Sword Dragon, was soll ich sagen? Trisbenia, auch top. Unicorn, auch super natürlich. Allgemein, die Nightmares sind top, um halt höhere Links zu gehen oder halt auch um Problemkarten loszuwerden. Und ja, das ist die Deckliste und ich würde sagen, kommen wir zum ersten Replay. Beim ersten Replay, wir starten und hier sieht man jetzt einfach mal ein Beispiel, wie Nordic nicht gut funktioniert. Und zwar, man startet einfach mit irgendeinem Nordic-Monster, was jetzt ganz okay ist, weil wir dann halt einfach in unser Link-Monster gehen können. Aber jetzt, da, ihr seht es selber jetzt, man muss drei banishen und naja, was soll man sagen? Ich meine, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Wir haben einfach richtig schön viel Minus gemacht und haben jetzt unseren Odin, yay, und eine Set-Karte, was nicht so Set ist, weil Solemn Warning gut ist. Aber das ist halt nicht stark und wir spielen ja gegen ABC und naja, was macht man jetzt? Also ich habe jetzt hier den B warning und
Ja, er gibt ab. Wir können aber nicht für den OTK gehen. Hier ist sogar noch Lack mit die Allure. Also wir versuchen zu lacken. Haben sogar noch was. Und naja, dann kommt sogar noch der Ogre auf den Odin. Und ja, dann kommt wenigstens der Effekt hier. Wir haben dann wenigstens den Loki auf dem Feld. Aber es ist nicht gut, es ist nicht gut. Und was man hier jetzt auch gleich sieht, man kann halt nicht in den OTK zu schnell gehen. Einfach auch durch die Beschwörungsbedingungen von den linken Monstern natürlich. Und dann haben wir noch hier ein ganz kleines, große Schwierigkeit. Und zwar Call by the Grave. Ja, wenn deine Synchromonster am Friedhof gekickt werden, dann war's das. Das ist nicht so schön. Und wie ihr seht jetzt, ja, ABC will's jetzt wissen und macht jetzt die komplette Eskalation hier und will hier für den OTK gehen. Mit Brilliant Fusion sogar noch. Also er hat jetzt hier alles. Geht für die Normal Summon hier, sogar sehr interessanter Tech hier, um halt noch Unicorn zu gehen, um jetzt halt auch wieder ihn targeten zu können. Und naja, jetzt rastet er völlig aus und geht halt für die OTK und das ist dann Game. So, das zweite Duell hier einmal. Jetzt sehen wir halt, wir gehen Going First. Und hier ist mal ein Beispiel halt, wenn man es hat. Und das ist einfach einmal Ghetto Knight. Natürlich, aber Ghetto Knight ist sehr gut, aber Leute, es ist halt leider so. Ne? Ich meine, die Engine ist halt super. Wir gehen in die Solde, können uns den BLS suchen. Für den nächsten Zug schon mal sehr gut. Wir haben hier sogar noch den Call by the Grave für die Handtrap. Der Gegner hat aber keine Handtrap. Wir gehen in die Combo, legen rein und dürfen uns die jetzt zurücksuchen. Und jetzt können wir halt, also wir nutzen noch den Effekt von ihnen. Und jetzt können wir halt einfach. Erstens können wir super, super die Chain-Glieder liegen. Wir können Chainlink 1 ihm machen, Chainlink 2 ihm machen. Und zusätzlich können wir jetzt die Spell banishen, die komplett unwichtig ist. Melissisch banishen, was komplett unwichtig ist, weil die Karte, wir könnten es nur upgraden, das Link-Monster, aber es hat keinen größeren Sinn quasi. Und wir banishen das Link-Monster selber, um dann halt einfach hier in unsere drei Monster zu gehen. Und wie ihr seht, wir haben einfach kein Minus gemacht. Wir haben hier noch 5 Handkarten. Und ja, das ist einfach super, würde ich sagen. Und dann halt, hier nutzen wir den Effekt. Wir legen hier noch den Light rein. Erstens können wir noch auf Level 10 gehen. Und zusätzlich haben wir ein Light mehr in Grave. Das heißt, wir haben BLS nächsten Zug. Auf jeden Fall safe da. Wir gehen in unser Synchro und gehen noch für Allure. Hier haben wir jetzt natürlich Luck, dass wir Verstärkung für die Armee ziehen. Können dann nochmal Magellanat rufen und nochmal in die Allure gehen. Aber allgemein, die Allure sind eigentlich sehr gut, um entweder in die Combo-Plays zu gehen oder dann halt später in die Handtraps und die Fallenkarte ziehen. Und ich meine, guck mal Leute, was ist das jetzt für ein Backup? Wir haben hier einfach 3 Set-Card. Hier einmal Solemn Judgment, dann halt Call by the Grave, super gut auch in Permanence und noch die Ash. Ich meine, das ist super. Wir spielen halt hier wieder gegen ABC und wir lassen ihn erstmal machen. Ich habe mir gedacht so, naja, soll er machen. Hier geht die Solde drauf. Noch ein Light-Target mehr für BLS, überhaupt kein Problem mit. Und ja, jetzt klar, dass er jetzt halt hier in einen Link 1 Place geht und jetzt in Phoenix geht. Leider trifft er die falsche. Ich chain einfach an, es macht keinen Unterschied. Er settet 2 Karten und gibt ab. So, jetzt kommt der BLS und BLS, ja, könnte Richtung Game auf jeden Fall tendieren. Ich meine, das ist auf jeden Fall genug Damage. Da kommt dann jetzt die wunderschöne Solemn Warning und da haben wir unser feierliches Urteil. Und das ist halt dann gründlich Game. Ich weiß jetzt leider nicht, was das Set hat, aber ist es auch egal, denn wir haben hier jetzt einfach Game und das Spiel gehört uns und fertig. Wir haben den OTK gedrückt und er kann auch nichts machen. Wir haben noch Call by the Grave, wir haben Ash. Also wir haben hier ein sehr gutes Place und falls er zerstört wird, haben wir im Friedhof halt immer noch ihn als Backup. Also ziemlich coole Supportkarte hier. Aber leider muss man natürlich dennoch sagen, es ist sehr, sehr Isolde-lastig und sehr Armageddon-lastig. Und wenn diese Karte weg ist, beziehungsweise gehittet wird, ist das Deck nicht mehr so gut. Dem Deck fehlt einfach genau das, was Isolde bzw. Armageddon Knight hier erfüllen. Das fehlt dem Deck noch. Einfach nicht mehr so viel Minus machen müssen dafür, dass man das Link-Monster geht und den Effekt nutzt. Aber ansonsten auf jeden Fall sehr krasse Combo hier. Finde ich zumindest. Eine Ein-Karten-Combo und einfach auf ihn zu gehen, finde ich ziemlich, ziemlich stark. Und ja, das war die Liste und das kleine Duell. Was haltet ihr von Nordic? Wie gesagt, ich finde Nordic mit der neuen Erweiterung eigentlich ziemlich cool. Es kann ganz schön überraschen und kann auch echt böse werden. Aber jedoch bleibt es halt leider eher ein Fun-Deck. Und naja, mal gucken, ob wir noch irgendwann Support kriegen, der das dann ändern wird. Auf jeden Fall hier ein sehr lustiges Deck. Ich finde, es macht mir sehr viel Spaß zu spielen. Man hat hier auch sehr viel Interaktion, also man hat hier Handtraps, man hat hier schöne Backrow, man kann die Backrow wegschießen. Finde ich sehr cool, wie gesagt, man braucht an sich nur eine Karte, um ins Game zu kommen. Und auch wenn du halt, selbst wenn du dann irgendwann mal schlecht hast und nur mit dem Nordic reingehst und minus 3 machst quasi, so ungefähr, beziehungsweise minus 2 macht, ist es gar nicht so schlimm. Man kann theoretisch, wenn der Gegner auch nicht so gut hat, auch noch das Duell gewinnen. Aber natürlich gegen gewisse Decks wie Sky Striker bist du dann chancenlos. Da brauchst du schon den Armageddon Knight, um halt ins Spiel zu kommen. Also schreibt schon in die Kommentare, was haltet ihr von der Deckliste und allgemein von dem Deck. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald.